don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And maybe I'm crazy, oh it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, herzlich willkommen. Was für eine Kraft, wunderschön. Vielen Dank. Wer bist du, bitte? Ich bin der Guido Westermann, ich bin 49 Jahre und komme aus dem schönen Hagen in Nordrhein-Westfalen. Ach Guido, das war geil. Das war wirklich, der Geist von Meatloaf war auf jeden Fall hier im Raum. Und du hast es einfach so gut gemacht, so, ne? Man könnte jetzt gleich anfangen zu kritisieren, was da die Downside davon ist, dass es sehr nah an Meatloaf war. Aber erstmal will ich dich dafür abfeiern, dass du das so geil einfach gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Guido, was ist so deine Erwartungshaltung, wenn du hierher zu kommen dich entschlossen hast? Weißt du, Peter, ich bin auch 30 Jahre auf sämtlichen Bühnen in Deutschland unterwegs mit Coverbands und Musik ist mein Leben. Ich sehe das als eine Art neues Level. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein und ich werde arbeiten wie ein Tier. Geil, sehr geil. Ich habe es genossen, dir zuzugucken. Das ist eine tolle Chance, jemand, der reif ist, jemand, der viel gesehen hat und viel erlebt hat, erzählt aus seinem Schatz, den er angesammelt hat. Und darum formt man Musik. Ja. Das wäre die Chance, die ich sehe. Und ich glaube, ich liege richtig damit, da ist sogar noch mehr drin. Ja? Und dafür werbe ich jetzt, weil ich würde dir gerne ein paar Dinge erklären, falls du sie annehmen wolltest. Wolltest. Willst. Und wenn du dich zwischen Marc und mir entscheidest, dann nimm dir die Zeit. Du weißt, ich bin hier. Ich fände es schlau, wenn du das wolltest. Ich fände schlau, wenn du es wolltest. Und wenn du in mein Team kämest, so kommst. Wenn du in mein, ich fände es schlau, wenn du es wolltest und in mein Team kommst. Kommtest. Und um es mit Peter Maffays Style einfach zu formulieren, darf ich mir erlauben, dir zu sagen, dass ich denke, es eine gute Entscheidung sein könnte, in mein Team zu kommen. Wow. Okay. Wow. Gut, ne? Wähle eine Coach, beide sind super, ist kein Fehler und wir freuen uns auf deine Entscheidung.
Jetzt kommt der Moment, wo ich mich entscheiden muss. Ja, tatsächlich. Zu wem geht er denn jetzt? Das wird eine Sekundenentscheidung sein. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich hatte mich eigentlich schon festgelegt. Und ich kann nicht anders. Also für mich ist klar, über sieben Brücken musst du gehen. Ich gehe zu Peter. Eigentlich.